Ambrose ist mit seiner Frau zur Kur in Bad Gallbrunn. Und als vollendeter Kavalier sorgt er bei den ärztlich verordneten Spaziergängen selbstverständlich stets für Erfrischungen. Oh, guten Tag, Gnädigste. Kann man aus diesem Brunnen trinken? Oh. Auch zur Kur hier? Oh, belästigen Sie mich nicht. Gehen Sie woanders hin. Aber es ist so nett bei Ihnen. Tja, wer den guten Ambrose kennt, weiß, wie eifersüchtig er werden kann. Und dass seine Frau auch noch Charlie erlaubt hat, seine Füße auf ihren Schoß zu legen, das ist für ihn der Gipfel. Mit fremden Männern flirten, was? Noch dazu, während ich dir eine Erfrischung besorge, sowas Undankbares. So eifersüchtig Ambrose ist, so starrköpfig ist er auch. Und seine arme Frau Annie kann sagen, was sie will. Er lässt sich einfach nicht davon abbringen, dass sie mit Charlie geflirtet habe. Solange ihm vor Wut die Galle überläuft, kann er einfach nicht aufhören zu schimpfen. Das hätte ich nie von dir gedacht. Aber es war doch auch gar nichts. Charlie hat inzwischen aufgetankt, aber nicht an der Heilwasserquelle, sondern in einer Stehkneipe. Können Sie nicht aufpassen, Sie flegeln Sie, mein frisch gegipstes Bein. So auf einem armen Invaliden rumzutrampeln ist doch die Höhe. Wenn ich laufen könnte, würde ich Ihnen einheizen, Sie. Und dann noch über einen kranken Menschen lachen. Trink mir nicht alles weg. Lassen Sie das doch. Ich rufe Ihnen einen Gepäckträger, ja? Oh, Sie brauchen einen blinden Hund. Hallo, Herr Direktor. Annie hat sich inzwischen von ihrem ersten Schock erholt und ist entschlossen, sich nichts mehr gefallen zu lassen. Warten Sie hier ganz ruhig, bis der Hausdiener kommt. Der bringt Sie rauf. Und benehmen Sie sich gefälligst anständig. Das ist ein vornehmes Hotel hier. Hör endlich auf jetzt! Schon gut, Schätzchen, wir wollen uns wieder vertragen. Komm, setz dich. Jetzt ist aber Schluss. Was haben Sie hier zu suchen? Hast du ihm unsere Zimmernummer gesagt? Raus, Sie Flegel! Raus jetzt! Oh,
unmöglich. Ich brauche noch einen Schlaftrunk, sonst kann ich mich nicht beruhigen. Ach, die Frau kann eine wahre Raserei treiben. Oh, Zeit für den Dämmerschuppen. Unglücklicherweise ist Annie Schlafwandlerin. Und Ambrose hat vergessen abzuschließen. Annie? Annie, wo bist du? Haben Sie meine Frau gesehen? Na, raus mit der Wahrheit. Nein, bestimmt nicht. Wo ist die nur? Annie! Was mache ich nur? Hilfe! Wo bin ich? Oh Gott, mein Mann! Der darf uns nicht sehen! Moment, ruhig bleiben. Kommen Sie, er ist gerade unten. Haben Sie meine Frau gesehen? Nein. Ach, das ist mir ja so peinlich. Wie bin ich nur in Ihr Zimmer gekommen? Ich muss schlafgewandelt sein. Können Sie mir noch einmal verzeihen? Bitte, bitte. Ja, ist schon gut. Ach, Ihr Mann. Um Gottes Willen, Sie müssen sich verstecken. Nein, springen Sie aus dem Fenster. Ich bin noch nicht lebensmüde. Wo hast du dich rumgetrieben? Ich war nur mal auf der Toilette. Hey, was machen Sie da oben? Kommen Sie runter! Aha. Du hast dich mit dem Kerl getroffen! Den zerreiß ich in der Luft! Ich dreh durch! Genervt bricht Ambrose seine Kur ab. Er geht lieber wieder arbeiten. Aber der Abteilungsleiter hat für seine Arbeitsmoral nicht viel übrig. Reiß dich zusammen. Und geraucht wird hier auch nicht. Hast du verstanden? Kannst du denn nicht lesen? Los an die Arbeit, aber flink, dummer Faulenzer. Lass dich nicht nochmal erwischen, du. Sonst rauch's, mein Lieber. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Ach du meine Güte, er spuckt Feuer! Hilfe, wir müssen ihn löschen! Ja, schon gut. Ich bin gelöscht. Linda, die Tochter der Chefin, flirtet gern mit den Angestellten. Sie macht sich einen Spaß daraus, alle männlichen Mitglieder der Firma an der Nase herumzuführen. Treffen wir uns nachher hier? Hallo. Hallo, Ambrose. Hasch mich. Versteckspielen ist ihr liebster Zeitvertreib. Kuckuck, wo bist du? Oh, da lang. Aua, Oh, da. Komm rein, Ambrose. Ambrose, wo steckst du?
Hey, Ambrose. Mua. Ambrose, komm raus da. Du sollst da rauskommen. Willst du das arbeiten? Raus. Was suchst du denn da unten? Du sollst an deinen Arbeitsplatz gehen. Er hat mich geschlagen. Ja, mit Recht. Na, mein Mäuschen, wo bist du denn? Dieses Spielchen werde ich ein für alle Mal abstellen. Oh, das war ich nicht, Entschuldigung. Doch, das hast du mit Absicht gemacht. Oh. Na, und jetzt kommt der Höhepunkt. Das schlägt ihm fast den Boden aus und Ambrose wird fristlos entlassen. Mich rauszuschmeißen. Na, wartet, ich werde mich rächen. Hey, was war denn das? Hallo Jungs, wollt ihr euch ein bisschen Geld verdienen? Ich habe Arbeit für euch, kommt mit. Hört mal, da drin ist meine Chefin. Ambrose entwickelt einen gemeinen Plan und die zwei Gauner sind gegen bare Münze mit Begeisterung dabei. Psst, leise, nicht so laut. Psst. Er freut sich zu früh. Nicht die Chefin, sondern die arme Linda wird Opfer der Verbrecher. So, na gut. Aber die Gauner tun ein bisschen zu viel. Sie drehen den Hauptwasserhahn auf. Nicht zu weg jetzt. Die beiden bin ich los. Jetzt kann ich mit Linda flirten. Von Reue überwältigt gesteht er seinen schurkischen Plan. Linda muss gerettet werden. Der wiedererwachte Abteilungsleiter hat inzwischen die Polizei angerufen und vorsichtshalber wird er erst mal selber verhaftet. Ja, Ambrose sitzt in der Klemme. Aber er ist fest entschlossen, seine Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. So leicht sollen ihn die Polizisten nicht kriegen. Ich will zu meinem Kind. Oh. Ein Glück, wir sind gerettet. Ach, Ambrose, wärst du doch im Urlaub geblieben.